Es gibt so viele Menschen da draußen, die sich Christen nennen, aber nicht wirklich verstehen, was es überhaupt bedeutet. Sie haben ein eigenes Bild von Jesus. Der Jesus, der liebt und nie irgendwas Schlechtes sagt. Jesus, der immer politisch korrekt ist und Jesus, der nie Streit haben möchte. Aber ist das überhaupt der Jesus, der in der Bibel steht? Hat Jesus je gesagt, streitet euch nicht, denn wir brauchen durchgehend Frieden? Oder hat Jesus je gesagt, sei wie du bist, veränder dich nicht, versuch so gut wie möglich du selbst zu sein? Die Welt da draußen hat heute ein falsches Bild von Jesus und ich möchte heute klarstellen, was die Realität ist. Was geht, Corey hier? Und ja, heute möchte ich darüber reden, wie Jesus in der Bibel wirklich ist, im Vergleich zu das, was Menschen heutzutage vielleicht denken. Manche Menschen sagen, ja, ey, der war ein guter Lehrer, der war toll und nett und hat auch nie Streit gesucht oder wie auch immer. Und das ist einfach nicht wahr. Also, nicht alles. Und ich habe mir für heute einige Punkte rausgesucht, die sich unterscheiden von der Welt, also was sozusagen die verbreitete Meinung ist und was aber wirklich Jesus Christus gesagt oder gelehrt hat. Fangen wir an mit Nummer 1. Es gibt Leute da draußen, die meinen, dass Jesus als Mensch geboren ist und dann irgendwann wurde er als Gott betitelt oder wurde dann befördert und ist dann Gott geworden. Aber die Bibel sagt uns ganz klar, nein, Gott, der das Universum erschaffen hat, der alles erschaffen hat, er wurde Fleisch. Er ist auf diese Erde gekommen. In Johannes 1,14 heißt es doch, das Wort wurde Fleisch. Und vorher sehen wir ganz klar, dass das Wort, wovon hier die Rede ist, ist Gott selber. Und das wurde Fleisch. Und wenn wir das lesen, wissen wir natürlich ganz klar, Fleisch, Mensch, also das Wort Gott wurde Mensch. Aber ich habe ein ganz ausführliches Video darüber gemacht, wie Gott Mensch geworden ist und deshalb wir erkennen können, dass Jesus Gott ist. Außerdem, im 1. Timotheus 3,16 heißt es auch, dass Gott sich offenbart hat im Fleisch. Und in Philipper 2, Vers 7 können wir sehen, dass Jesus darauf verzichtet hat, diese göttlichen Privilegien zu haben und wurde Diener, wurde Mensch auf dieser Erde und als solcher erkannt. Nummer 2, eine Sache, die oft gesagt wird, ist, dass Jesus nie etwas Negatives gesagt hat. Aber das Erste, was Jesus gemacht hat, als er gelehrt hat, ist den Menschen zu sagen, dass sie falsch sind, dass sie gesündigt haben. Und Jesus hat nie nur Friede, Freude, Eierkuchen gelehrt, sondern in Matthäus 5, 22 sagt er, wer jemanden verflucht, dem droht das Feuer der Hölle. Also Jesus war nicht so ein Peace-Hippie, der damals durch die Gegend gelaufen ist und alle nur gesagt hat, ey, chillt, seid cool. Nein, er hat ganz klar von der Hölle geredet, er hat von Sünde geredet, er hat von dem Tod geredet und er hat ganz klar aufgezeigt, was du und ich und jeder von uns falsch lebt. Und Nummer 3, er ignoriert die Reue der Sünde. Also es ist ihm egal, ob du gesündigt hast, ob du Fehler getan hast und sie nicht einsiehst. Aber die Bibel widerspricht es ganz klar. Jesus hat von Anfang an von der Buße gepredigt, dass wir unsere Sünden bekennen sollen, dass wir unsere Fehler einsehen sollen und dass wir einsehen sollen, dass wir falsch sind und Fehler machen. In Matthäus 4,17 heißt es, von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. In Lukas 13, Vers 3 sagt er, wenn ihr alle nicht Buße tut, werdet ihr auch alle so umkommen. In Markus 1, 15 sagt er, kehrt ab von euren Sünden und glaubt an diese gute Botschaft. In Lukas 5, 32, ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Jesus hat ganz klar gelehrt, dass wir unsere Fehler einsehen sollen und sie nicht so unter den Teppich kehren sollen. Nummer 4, darüber habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Angeblich ist Jesus dafür da, uns Gesundheit, Wohlstand und Glücksgefühle zu geben. Aber was Jesus uns wirklich gibt, ist Erlösung, Hoffnung, Freude und Friede. Aber nicht so, wie die Welt uns die gibt. Die Erlösung. In Römer 3, Vers 24 heißt es, doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist ein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unseren Schuld befreit hat. In ihn haben wir Erlösung, Epheser 1, Vers 7.
oder Kolosser 1,14. Denn die Hoffnung, Apostelgeschichte 2, Vers 26. Deshalb ist mein Herz voller Freude und mein Mund voller Lob. Mein Körper ruht in Hoffnung. Ich habe so viele Bibelstellen, die werde ich unten in die Kommentare schreiben. Dann könnt ihr euch die nochmal anschauen, aber sonst würde das dieses Video sprengen. Aber zum Beispiel in Kolosser 1, Vers 27 heißt es auch noch: Christus lebt in euch. Darin liegt eure Hoffnung. Jesus gibt Frieden. Johannes 14, 27. Er sagt: Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt. Denn der Frieden dieser Welt ist nur für ein paar Jahre. Für ein paar Momente. Aber sobald wieder irgendwas dazwischen kommt, ist der Frieden verloren. Aber der Friede, den Jesus uns gibt, der ist durchgehend. Der kann nicht weggehen. Der ist immer da. Egal in welcher Situation das ist. Genauso auch mit der Freude, die Jesus gibt. In Johannes 15, Vers 11 heißt es: Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Fünftens, die Welt meint, dass sie Jesus lieben und akzeptiert haben. Weil sie lieben ja alle Menschen und Jesus auch ein Mensch, also akzeptieren wir ihn und lieben ihn. Aber was sehen wir draußen? Und was sagt die Bibel? In Johannes 15, Vers 18 sagt Jesus: Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Oder Johannes 7, Vers 7, da sagt er: Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie. Denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Und Nummer 6, Jesus würde niemals irgendwas Schlechtes über jemanden sagen oder ihn sogar beleidigen. Jesus ist immer politisch korrekt. Wo hast du das gelesen? Von welchem Jesus sprichst du hier? Denn der Jesus in der Bibel hat uns ganz klar gezeigt, dass es für ihn manchmal der richtige Weg gewesen war, Tische und Stühle rauszuwerfen, Leute aus der Synagoge zu werfen, um ihnen zu zeigen, wie falsch sie sind. Aber Jesus sagt auch in Johannes 8, ab Vers 40, Ich habe euch die Wahrheit gesagt, aber ihr versucht mich zu töten. Wenn ihr so handelt, gehorcht ihr euren wirklichen Vater. Ihr habt den Teufel zum Vater. Ihr tut mit Liebe diese bösen Dinge, die er tut. Jesus war es egal, was die Menschen über ihn dachten. Er kam mit der Wahrheit. Und auch die Wahrheit ist manchmal hart. Aber er würde sich niemals zurücknehmen, weil es gerade nicht politisch korrekt ist. Und siebtens, Jesus fördert Einheit und Toleranz um jeden Preis. Jesus möchte, dass alle im Frieden zusammenleben und dass sich niemand auf die Füße getreten fühlt. Aber was sagt die Bibel? In Matthäus 10, Vers 34 sagt er: Glaubt nicht, dass ich gekommen bin, um Frieden in die Welt zu bringen. Nein, sondern das Schwert. Ich bin gekommen, um den Sohn gegen seinen Vater aufzubringen. Er sagt, dass die schlimmsten Feinde in deiner Familie sind. Und dann sagt er nämlich weiter: Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Und wer seinen Sohn und seine Tochter mehr liebt als mich, der ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer sich weigert, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer an seinem Leben hängt, wird es verlieren. Aber wer es für mich aufgibt, wird es finden. Jesus sagt ganz knallhart: Wenn du nicht zu mir gehörst, dann bist du gegen mich. Hört sich ganz anders an, als die Welt predigen würde. Nummer 8. Jesus hat ja nur Liebe gepredigt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe Gott. Liebe deine Feinde. Er hat nur Liebe gepredigt. Hat er das wirklich? Jesus hat damals auch ganz klar Gottes Gerechtigkeit gepredigt. Die Liebe ist ein großer Teil und die Liebe ist was Gutes, ja. Aber er hat nicht ausschließlich die Liebe gepredigt, sondern er hat auch die Gerechtigkeit gepredigt. Er hat gezeigt, dass die Sünde ganz klar von Gott trennt und dass, wenn wir nicht gerecht sind, können wir nicht in den Himmel kommen. Er hat in Matthäus 6,33 gesagt, wir sollen zuerst nach dem Himmelreich trachten und nach seiner Gerechtigkeit.
Und wir sehen dann auch, was daraus schließt. In Galater 6, Vers 7 und 8. Täuscht euch nicht. Macht euch klar, dass ihr Gott nicht einfach missachten könnt, ohne die Folgen zu tragen. Denn was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Wer nur nach seiner sündigen Neigung lebt, wird sich damit selbst zugrunde richten und schließlich den Tod ernten. Ich glaube, wir sind bei 9. Die Welt denkt, Jesus dient deinen Willen. Jesus gibt mir alles das, was ich will. Und es geht darum, was ich will. Deshalb ist Jesus gekommen. Aber das stimmt nicht. Jesus dient den Willen des Vaters. In Markus 14, Vers 36 sehen wir, dass er nicht unbedingt sterben möchte, aber dass er sich unterordnet unter dem Willen des Vaters mit den Worten, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und in Johannes 8, Vers 49 sagt er, ich ehre meinen Vater. Jesus ist nicht gekommen, um uns das zu geben, was wir wollen, sondern unsere Aufgabe ist es, im Einklang zu leben und das zu wollen, was Gott will. Und zuletzt, die Welt glaubt, dass Jesus uns ermutigt, so zu bleiben, wie wir sind, sich selbst zu lieben und all unsere fleischlichen Lüste nachzugehen. Aber Jesus hat ganz klar gelehrt, dass wir uns selber verleugnen sollen, dass wir erkennen sollen, dass wir Sünder sind und dass wir uns von Gott leiten lassen sollen. In Matthäus 16, Vers 24 sagt Jesus, wenn jemand mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und in Markus 8, 24, wenn jemand mir nachfolgen will, muss er sich selbst verleugnen. Was heißt das? Das, wer du denkst, der du bist. Hey, ich bin halt so. Ich fühle mich so und so und so. Ich bin überzeugt, ich bin der und der und der. Das alles sollen wir abgeben und ans Kreuz bringen und uns von Gott verändern lassen. Die Identität, die wir haben, wie wir denken, dass wir sein müssen, sondern uns verändern lassen in allem von Gott, so dass wir leben, wie er es möchte. Und nicht nur sich selber aufzugeben und Gott wird uns so verändern und das ist schlecht. Nein, weil er weiß, was das Beste für uns ist. Er weiß, was gut ist. Und er wird uns verändern in das Gute. Und unser Wille wird sein Wille sein. Und wir werden in Einklang leben mit dem perfekten Gott. Das heißt, wir werden früher oder später perfekt sein. So, wie Gott sich das gedacht hat. Aber das funktioniert nur, wenn wir uns selber verleugnen. Wenn wir sagen können, okay, ich weiß, ich denke, so sollte ich sein, aber egal, Gott, du weißt es viel besser, wie ich sein soll, wer ich sein soll. Und ich lasse mich von dir verändern. Das ist, was wir machen sollen. Und das ist, was Jesus predigt. Aber ja, ich hoffe, ihr konntet was rausnehmen, was lernen. Wenn ihr noch Fragen habt oder andere Dinge seht, die die Welt glaubt, die aber gar nicht biblisch ist, dann schreibt sie mir unten in die Kommentare. Vergesst nicht zu abonnieren und zu liken, das Video zu teilen, so dass wir weiter wachsen und dass wir diese Message, dass wir Gottes Wort verbreiten können. Wir sehen uns nächste Woche wieder und bis dahin, Corey hier, ihr da, alles klar.